Ich habe meine erste Autobiografie mit 16 geschrieben und darin stand, ich bin ein hinter dem Pessimismus verborgener Optimist. Und das war eine gute Beobachtung, die ich damals gemacht habe. Ohne Visum war man verloren. Mit so etwas konnte man durch die Welt. Und mit diesem Visum schafften wir es dann aus der Tschechoslowakei über Italien nach Frankreich. Und da sah ich dann Paris zum ersten Mal. Von Anfang an, von dem Moment, wo man sich mit anderen Menschen außer der Familie traf, war mir klar geworden, dass ich von abstoßender Hässlichkeit bin und dass ich jüdisch ausschaue und dass ich deswegen einer minderen Klasse angehöre und eigentlich kein Recht habe, mich als Wiener zu empfinden, obwohl ich Wien geliebt habe. Und dieses Außenseiter-Dasein war der erste schmerzliche Eindruck meines Lebens. Nicht dazu zu gehören und verhasst zu sein, ohne dass ich einen Grund dafür finden konnte.